Frau Nörner, seit wann sind Sie für die Stadt Emden als Pflegemutter tätig und wie sind Sie dorthin gekommen? Ich arbeite für das Jugendamt in Emden seit 28 Jahren. Ich bin selber Mutter von 3 leiblichen Kindern und habe 2 Pflegekinder. Und mein ältester Sohn Kevin ist mit 1,5 Jahren zu uns gekommen. Ich selber habe in Aurich gearbeitet in der Frühförderung und im Kindergarten und hatte schon immer mal Kontakt mit dem Jugendamt und habe mir dann überlegt, dass ich, wenn ich das zweite Kind habe, nicht mehr arbeiten gehe, weil ich für meine Kinder auch zu Hause sein möchte. Und habe mir dann überlegt, dass ich hier ans Jugendamt rantrete und sage, ich würde mich gerne als Pflegemutter zur Verfügung stellen. Wie viele Pflegekinder haben Sie bereits in Vollzeit und in Bereitschaftspflege bei sich aufgenommen? Ich habe 2 Kinder in Vollzeitpflege und habe 3 Kinder bis jetzt in Bereitschaftspflege gehabt. Was war Ihre Motivation, ein Kind in Ihrer Familie aufzunehmen? Ich selber komme aus einer großen Familie, bin selber mit einem behinderten Bruder mit Down-Syndrom groß geworden und fand immer eine große Familie als sehr bereichernd für alle, für Eltern, für Kinder, für das ganze Umfeld. Und das habe ich mir auch für meine Familie gewünscht und habe mit meinem Mann zusammen überlegt, dass wenn wir 2 Kinder haben, dass wir auch noch Pflegekinder dazu nehmen können. Wie hat die Aufnahme eines Pflegekindes Ihren Alltag und Ihr Leben verändert? Ja, das ist schon gravierend. Also es ist so, wenn man jemand bei sich in der Familie aufnimmt, dann ist auf einmal jemand da, der noch ganz viel Raum einnimmt, viel Platz. Und es ist ja nie nur das Pflegekind alleine. Es gibt ja meistens immer auch Eltern dazu, die auch Raum einnehmen und die auch fordern. Und das ist immer auch manchmal nicht so einfach. Die Kinder sind immer, wenigstens bei uns war es so, sehr leicht zu integrieren. Aber wenn man noch die Eltern hat, die ja auch irgendwo ein Recht haben und die auch noch irgendwo Platz brauchen, weil es ja ihr eigenes Kind ist, ist es natürlich nicht so einfach, auch für einen selber, gefühlsmäßig damit umzugehen. Man baut ja sehr schnell zu so Pflegekindern eine ganz enge Beziehung auf und dann gibt es da auch noch die Eltern, die natürlich auch eine Beziehung zu dem Kind haben und das ist nicht immer so einfach. Welche Vorbereitungsmaßnahmen haben Sie in dem Prozess, Pflegemutter zu werden, alle durchlebt und wie werden Sie unterstützt? Das ging alles sehr schnell. Eigentlich wollten wir uns viel besser vorbereiten, aber es gab eine Situation, wo ich zu tun hatte mit der Frühförderung hier in Emden und da wurde mir erzählt von einem kleinen Jungen, der Hilfe braucht. Und da haben wir sofort überlegt und konnten eigentlich gar nicht mehr so viel vorbereiten. Wir haben uns gleich zur Verfügung gestellt und ja, wir sind da einfach so reingewachsen. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Pflegekinderdienst in Emden wahr und welche Unterstützung erhalten Sie durch den Pflegekinderdienst in Emden? Ja, für mich ist in diesen 28 Jahren das Jugendamt ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich habe immer in all den Jahren ganz viel Unterstützung gekriegt. Und auch ganz viel Halt, auch wenn ich manchmal am Boden zerstört war, wenn irgendwas nicht lief oder wenn es darum ging, dass die Kinder vielleicht doch raus müssen. Immer wieder auch Telefonate geführt worden sind, die mich aufgebaut haben oder auch Besuche stattgefunden haben, wie es damals war, dass unsere zweite Pflegetochter ganz und gar bei uns bleiben konnte, wo einfach abends noch jemand vom Jugendamt gekommen ist und hat gesagt, die Gerichtsverhandlung hat so lange gedauert und jetzt möchte ich dir persönlich mitteilen, was dabei rausgekommen ist. Und das ist schon alles sehr emotional. Und wenn man dann im Jugendamt jemand hat, zu dem man Vertrauen hat und wo auch so ein gewisses Gefühl der Vertrautheit und man nimmt sich gegenseitig ernst und es sind ja auch oft Gefühle da, es ist nicht immer leicht, auch wenn ein Kind raus muss, was ich natürlich nicht erlebt habe, aber schon auch diese Angst, dass das Pflegekind nicht bleiben kann. Da braucht man wirklich auch professionelle Unterstützung und da sind die Leute im Jugendamt auch wirklich eine ganz große Hilfe. Und wenn irgendwo der Schuh drückt, irgendwas nicht läuft, man hat immer einen Ansprechpartner. Wie sieht der Alltag mit den Pflegekindern aus? Ist es wahrscheinlich individuell zu betrachten von jedem Pflegekind, oder? Ja, der Alltag ist schon so strukturiert, dass ich so nie wieder arbeiten gegangen bin. Ich habe eigentlich in meinem Beruf als Erzieherin nicht wieder gearbeitet. Ich habe meine Arbeit nach Hause geholt und die Arbeit findet hier in meinem
Haushalt statt und das ist auch eine sehr schöne Arbeit. Man ist immer zu Hause, man ist immer vor Ort, man ist für die eigenen Kinder da und man ist natürlich sehr viel auch unterwegs mit den Pflegekindern, viele Arzttermine, viele Krankenhausbesuche, Elternkontakte, Ergotherapie, Sprachtherapie, alles was so dazugehört. Ich kann schon sagen, wenn man ein Pflegekind hat, ist es ein Vollzeitjob. Was war denn besonders herausfordernd oder auch schwierig? Gab es Situationen, die Sie auch als Familie an Ihre Grenzen gebracht haben? Ja, natürlich. Das ist in dem Fall so, wenn es darum geht, dass ein Kind, was in Bereitschaftspflege ist, ganz und gar dann in die Vollzeitpflege geht. Das ist immer für die Eltern ein schwerer Prozess. Und wenn es dann noch eine Gerichtsverhandlung gibt, was ja auch sehr emotional ist, für Eltern und für Pflegeeltern. Und wenn dann ein Richter entscheidet, dass das Kind nicht zurück darf in die Herkunftsfamilie, dann ist es schon sehr emotional. Auf der einen Seite hat man auch ein Gefühl für die Eltern entwickelt. Es tut einem leid. Auf der anderen Seite will man natürlich auch unheimlich gerne das Kind, was man dann manchmal schon 2 Jahre in Bereitschaftspflege hat, auch gerne in die Familie aufnehmen und nicht immer diese Angst haben, vielleicht muss das Kind zurück. Das ist schon sehr belastend, aber man schafft es. Und auch die Kinder geben einem ganz viel Mut, diesen Weg zu gehen. Welche Voraussetzungen, Kompetenzen sollten potenzielle Pflegeeltern mitbringen aus Ihrer Sicht? Wichtig ist immer, wenn man diesen Weg geht, also so habe ich das erfahren, dass man einen Partner hat, der das mitträgt, also der auch voll dahinter steht. Schwierig wird es in dem Moment, wo eine Mutter sagt, okay, mein Mann geht arbeiten, ich regel das. Das ist schwierig, weil dieses Kind ja dann auch 24 Stunden da ist und integriert werden muss. Also es wäre schon gut, wenn beide Elternteile auch wirklich dahinter stehen und auch diesen Weg gemeinsam gehen und auch alles Positive, alles Negative zusammentragen und dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Denn das kann ich sagen aus meiner Arbeit heraus, dass es nicht immer einfach ist und dass man manchmal auch den Partner braucht, um zu sagen, ey, ich weiß nicht mehr aus und ich weiß nicht mehr ein. Und zu zweit ist es immer leichter, solche Entscheidungen zu treffen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin seit 8 Jahren alleine. Mein Mann ist gestorben und meine Pflegetochter war 1 Jahr alt, wie mein Mann gestorben ist. Und seitdem trage ich das alleine, habe jetzt ja allerdings auch schon erwachsene Kinder, die dies auch mit mir getragen haben. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man keinen Partner hat, dass man in der Familie jemanden hat, der das mitträgt. Und dass man einfach auch als Pflegemutter immer jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ich denke, das ist überhaupt die Basis, diese Arbeit machen zu können. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern sein? Es ist immer gut, wenn ein toller Kontakt zwischen den Eltern und den Pflegeeltern stattfindet. Das war bei uns erst immer der Fall. Also ich habe mich immer sehr gut verstanden mit den Müttern. Meistens sind es ja die Mütter, die auch die Kinder begleiten. Aber bei den Vätern ist das immer ein bisschen schwieriger. Die halten sich meistens immer sehr gedeckt. Wenigstens war es bei mir so. Ich bin immer sehr offen und habe immer versucht, auch die Mütter zu verstehen. Und es ist auch immer klar, dass keine Mutter ihr Kind gerne in eine Pflegefamilie gibt und dass es total schön ist, wenn zwischen Mutter und Pflegemutter ein gutes Verhältnis besteht, auch vielleicht sogar ein bisschen Vertrauen, das muss wachsen und das war auch bei uns der Fall. Also ich glaube auch, dass die Mütter, die ihr Kind zu mir gebracht haben, auch in mir Vertrauen haben. Das haben sie auch gesagt, nicht immer können sie es sagen, manchmal drücken sie es aus in Gestik, aber ich habe das auch gesagt bekommen, dass sie froh sind, dass die Kinder bei mir untergebracht sind und dass es ein gutes Gefühl ist, dass man jemand hat, der sich um die eigenen Kinder so toll kümmert. Beschreiben Sie das Kennenlernen Ihrer Pflegekinder und wie ist es ein Teil Ihrer Familie geworden? Das Kennenlernen hat immer über dem Jugendamt stattgefunden. Es gab Kennenlernzeiten mit den Eltern bzw. mit der Mutter. Und ja, es gab auch Kennenlernphasen im Krankenhaus und es gab Kennenlernphasen im Jugendamt. Der Übergang ist immer, ist schon immer sehr aufregend für die eigenen Kinder, für uns als Pflegeeltern. Wenn die Kinder kommen, hat man erst das Gefühl, es ist ein Besuch da, aber das wächst sehr schnell, liegt natürlich auch daran,
wie alt die Kinder sind, wie hilfsbedürftig sie sind. Meine Kinder waren nun beide sehr klein und von daher war schon gleich so diese Pflege stand im Vordergrund. Und meine eigenen Kinder waren beim ersten Pflegekind gleichaltrig, das heißt, es war wie Zwillinge. Und das hat natürlich vieles auch einfach gemacht, weil man ja selber mit seinen eigenen Kindern in diesem Alltag zu Hause ist und dann ein Pflegekind dazu kriegt, was dasselbe Alter hat, ist es natürlich sehr einfach, die Kinder zu integrieren. Wie war denn das Ganze für Ihre eigenen Kinder? Meine eigenen Kinder sind eigentlich ja damit groß geworden. Wie mein ältester Pflegesohn zu uns gekommen ist, waren meine leiblichen Kinder 4 Jahre und 2 Jahre. Und die können sich eigentlich an diese Zeit, bevor ein Pflegekind zu uns gekommen ist, gar nicht mehr erinnern. Die sind im Prinzip damit aufgewachsen und für die ist das ganz selbstverständlich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich gewesen ist, als Kevin zu euch gekommen ist und wie deine Eltern dich damit eingebunden haben? Ja, also ich war ja nun wirklich noch sehr klein, aber so die Anfänge waren so, dass wir halt erstmal Kevin zu Hause besucht haben mit Kevins leiblicher Mutter und auch mit seinem leiblichen Bruder. So, das waren die Anfänge. Kevin so das erste Mal bei uns so im Haus war, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also so die ersten Erinnerungen habe ich so mit Julian und Kevin halt zusammen, dass wir halt auch Kevin halt so normal mit eingebunden haben. Ne? Kevin ist halt, ja, mein Bruder. Hallo Kevin. Hallo. Ich bin ja heute hier, um ein paar Fragen zu stellen, weil du bist ja ein Pflegekind. Ja. Und lebst schon ganz lange in deiner Pflegefamilie. Ja. Ne? Seit wann lebst du denn hier? 29 Jahre. Wahnsinn, so lange schon. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, als du hierher gekommen bist? Nein. Bei meinem Bruder Kevin war es damals so, da war ich selber noch ein Kleinkind. Also für mich gehörte Kevin immer dazu. Also ich habe das so nicht wahrgenommen, dass das jetzt ein Pflegebruder war. Für mich war er immer von Anfang an ein richtiger Bruder. Ja, für mich war das so, ich bin da halt reingeboren. Ich kenne das gar nicht anders. Also ich sehe das schon fast nicht als Pflegekinder, weil es ist wie meine eigenen Geschwister, weil ich das bin halt so aufgewachsen und so wie Kevin, der war halt auch schon da, wo ich geboren wurde und ich habe da keine Unterschiede gesehen oder gespürt. Es wurde mir halt nicht gezeigt, dass es Unterschiede gibt. Hast du denn auch Geschwister hier in der Familie? Ja. Wie viele denn? 2 Brüder und 2 Schwestern. Und? Wie ist es so? Ja, toll. Wie unser zweites Pflegekind zu uns kam, waren sie schon älter, teilweise erwachsen, haben aber immer dahinter gestanden, weil auch sie das gar nicht anders kannten. Schon vom ersten Pflegekind, was ja hier mit zur Familie gehört. Auch unser erstes Pflegekind fand das toll, dass noch ein Pflegekind dazu kommt. Und ja, das ist eigentlich so ein Selbstläufer. Wenn das alles rund ist, dann ist das kein Problem. Und wichtig ist immer, dass man selber auch weiß, was man will. Und so vermittelt man das seinen Pflegekindern und auch seinen eigenen Kindern. Und als Anni dann zu uns kam, das war ja nochmal wieder was ganz anderes. Da war ich ja schon erwachsen. Ich lebte zwar noch zu Hause, aber da war ich ja 22. Und gerade mit der Vorgeschichte, wie Anni zu uns gekommen ist, was ja auch alles passiert ist. Und also das war nochmal eine ganz andere Situation. Und ich habe zu Anni auch eine ganz besondere Beziehung, und weil ich immer viel für sie da war. Annis Geschichte war ja auch nicht so ganz leicht, glaube ich, hatte ich gehört. Sie war ja ganz klein, als sie zu euch gekommen ist, wirklich ein kleines Baby. Wie seid ihr denn als Familie damit umgegangen, auch mit so schweren Schicksalen, die Kinder wirklich auch erleben? Wurde das mit euch besprochen? Ja, also da waren Mama und Papa sehr offen, haben auch erzählt, was passiert ist und auch gesagt, dass es schlimm ist. Aber dass wir diesem Kind ein richtiges Zuhause mit Schutz bieten. Würden Sie mit der Erfahrung von heute nochmal den Schritt gehen und ein Pflegekind in Ihrer Familie aufnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den Weg immer wieder gehen und ich versuche auch immer, wenn mich jemand fragt, wie ist es, ein Pflegekind zu haben, immer das Positive zu erzählen. Also es ist schon eine Bereicherung, wenn man so ein Pflegekind bei sich aufnimmt. Das ist also wirklich auch, denke ich, für alle, ja, ein ganz großer Schritt ins soziale Leben, zu schauen, wo gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, und auch die Geschwisterkinder, wo sie sehen, wo die Pflegekinder auch so viel Hilfe nötig haben und auch ja, so viel Anteil brauchen. Das ist schon
ganz wichtig und ich würde es immer wieder tun. Also ich kann sagen, für unsere Familie, für unsere drei leiblichen Kinder und für unsere beiden Pflegekinder war es ein ganz toller Weg ins Leben und ich, meine erwachsenen Kinder sagen mir das auch immer wieder, dass es so ist, wie es jetzt ist, gut war. Und ich könnte mir ein anderes Leben auch nicht vorstellen, ich würde es immer wieder tun.